Ja, und hier in der Kamera sieht meine Tasse aus wie mein Kopf. So, ihr Lieben, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Heute ist Montag. Wir öffnen jetzt Türchen Nummer 5. Das habe ich heute Morgen nicht geschafft. Und ich bin fix und fertig heute mit den Nerven. Die Arbeit war okay und es war auch alles nicht so stressig. Aber mir ist heute schon wieder ein Stück Zahn abgebrochen. Jetzt wird nächste Woche die Krone gemacht. Jetzt noch ein Stück Zahn und mir den Nagel eingerissen vom Daumen. Es ist nicht mein Monat, ey. Immer im Dezember, ne? Im Dezember ist mein Zahnarztmonat. Ich sage es euch. Ich könnte hassen. Aber nächste Woche, ihr werdet wieder ein Vlogmas voller Zahnarzt haben. Yay. Wir öffnen heute Türchen Nummer 5 und da ist eine Lindor-Kugel in Milch drin. Geil. Nein. Okay. Da ist wieder so ein Weihnachtsmann drin. Ist ja auch okay. Esse ich auch sehr, sehr gerne. Aber warum steht denn da Lindor-Kugelmilch drauf? Da habt ihr aber gepennt, Lind. Naja, gut. Ich esse den auch. Ich esse jetzt was Richtiges und den gibt es zum Nachtisch. Ihr seht hier meinen Daumennagel. Ich hoffe, ich kann den gleich kitten. Ich habe keinen Nagelkleber. Wenn ich Nagelkleber hätte, würde ich den kleben und dann rüberlackieren oder so und das rauswachsen lassen. Aber ich habe leider keinen. Ihr habt auch keinen Tipp, was man bei sowas machen kann, ne? Außer Nagelkleber. Ich glaube, ich werde ihn gleich kürzen und dann die Ecke feilen, dann muss es rauswachsen. Ja. Hilft ja nichts. So, ich mache mal mein Essen warm. Den kleinen Spatzi hier gibt es zum Nachtisch und dann werde ich mich an den Schreibtisch sitzen und noch was schaffen heute. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Also, bis zum nächsten Tag. Tschüss. Und herzlich willkommen zur Vlogmas Woche 2. Ja, heute ist schon Dienstag. Gestern habe ich nicht gevloggt, außer meinen Adventskalender hattet ihr gesehen, weil ich gestern den ganzen Tag gearbeitet habe und da gab es einfach nichts Spannendes. Wenn man 10 Stunden auf der Arbeit ist, dann nur nach Hause fährt und isst und vielleicht noch ein paar Sachen macht, ist einfach nichts Spannendes dabei. Ja, heute sieht der Tag anders aus. Ich habe frei. Allerdings habe ich heute hier schon einen halben Tag an Homeoffice gesessen. Schneide jetzt noch den Vlog fertig vom letzten Woche. Also den Vlogmas-Vlog. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass der diese Woche echt zu spät online kommt. Aber ich weiß einfach nicht, woher die Zeit nehmen. Und ich habe so eine riesen Liste noch abzuarbeiten. Ich wollte eigentlich schon längst am Basteltisch sitzen. Es ist jetzt 14 Uhr durch. Und wenigstens vor der Physiotherapie noch am Basteltisch halt anfangen. Das verschiebt sich jetzt nach die Physio, weil ich jetzt den Vlog fertig mache und dann zur Physio fahre und mich dann eine Stunde entspanne und dann wieder nach Hause fahre, ja. So sieht mein Plan aus. Wäsche läuft, Haushalt ist gemacht, Spülmaschine muss ich noch ausräumen, bin ich gerade ein bisschen faul zu. Macht vielleicht Martin nachher für mich. Mal gucken. Die Aus- und Einräume, ich bin so froh, dass wir eine haben. Also es war die beste Entscheidung unseres Lebens, eine Spülmaschine zu kaufen. Weil ohne, also abwaschen, ich bin so froh, dass ich in meinem Leben nicht mehr abwaschen muss. Das erleichtert mir einiges und auch eine ganze Menge Zeit, wo ich eben nicht abwaschen muss. Und wer kommt hier an, wenn ich jetzt hier sitze? Oh, die kleine Schmusemaus. Eben hat sie die ganze Zeit auf ihrem Kissen gelegen. Jetzt möchte sie unbedingt hier auf meinen Schoß, aber ich will ja eigentlich Vlog schneiden. Kannst du dich nicht hier neben mich legen? Hm? Ja, leg dich mal hier hin. Ja, so ist brav. Ja. Ach, das ist immer so eine Meckerziege, ne? Eine alte Meckerziege. Hm? Und sie riecht so schön nach Staubkissen. Wer liebt das noch, dass die Katzen so geil riechen? Wir haben so einen eigenen Duft, ey. Ich liebe den Katzenduft. Katzenduft und Staub. Großartig, liebe ich. Oh, sie ist so schmusig und so flauschig gerade. Ich liebe das. Ich wache jeden Morgen mit ihr an meiner Seite auf. Das freut mich so sehr. Wir sind so ein süßes, super Gespann. Auch wenn sie mich hasst, ist mir egal. Ich liebe sie.
Die alte kleine Motzkuh. Eine Kackbanane, ne? Wir lieben dich sehr. Ich glaube, euch habe ich das alle noch gar nicht erzählt. Ihr habt ja in einigen Vlogs mal unsere alte Miezi gesehen. Die Schwarze, die bei meinen Eltern gelebt hat. Die ist leider vor 1,5 Monaten von uns gegangen. Und es fällt mir noch total schwer, darüber zu reden. Mit ihr irgendwie, also, naja, groß geworden kann man nicht sagen. Wir hatten sie, da war ich schon erwachsen. Aber sie ist 16 Jahre alt geworden und sie musste halt im Oktober eingeschläfert werden, weil sie halt sehr krank war. Sie hatte Krebs und Geschwüre am Bein und konnte nicht mehr laufen. Sie konnte auch nicht mehr richtig atmen. Und es hat sich so über 3 Wochen hingeschleppt. Sie war ja auch letztes Jahr einmal schon mal doll krank mit der Leber. Und wir glauben einfach, dass auch Metastasen in der Leber waren und so weiter. Und man weiß es bei Katzen einfach nie, ob ein Tumor böse oder gut ist, der ihr damals vor 5 Jahren operiert wurde. Der kann gutartig, der kann aber auch bösartig gewesen sein und er konnte ja nicht komplett entfernt werden, weil der Muskelgewebe war, hätte man ihr das ganze Bein und die ganze Hälfte abnehmen müssen, das ging gar nicht. Und deswegen wurde der nur zum Teil entfernt und es kann halt sein, dass der trotzdem noch Auswirkungen gehabt hat. Auf jeden Fall mussten wir die Miezi im Oktober einschläfern lassen. Und das war schon für uns alle sehr hart, weil sie war unsere allererste Katze und 16 Jahre sind lang und dann auch wieder kurz, wenn man bedenkt, wie schnell die um sind. Und naja, Bitchy ist jetzt auch schon ihre 10. Ne? Das darf man nicht vergessen, die ist jetzt auch schon eine alte Lady hier. Vielleicht wird sie deswegen auch irgendwie schmusiger und lieber. Auf jeden Fall war es die bessere Entscheidung. Und es fällt uns immer noch sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen. Und es ist ganz komisch, wenn ich nach Hause fahre, dass sie einfach nicht mehr da ist. Dass da alles weg ist. Und also Klo und Fressplatz und so weiter. Und naja, meine Mutti wollte eigentlich keine neue haben. Ist nicht zu mir bei den Ohren, dass sie unbedingt eine neue haben möchte. Schauen wir mal, ob es irgendwo in den umliegenden Tierheimen oder irgendwo bei anderen Menschen, die nicht mehr ihre Katze haben können, ob wir dann nochmal eine holen, ja. Ja, das war hart, ja. Und deswegen, ich liebe meine kleine Maus hier und hoffe, sie ist noch sehr lange gesund und wir verbringen noch sehr, sehr viel lange Zeit miteinander. So, jetzt schreibt mein Programm. Jetzt kann ich weiterschneiden. Und wir schmusen hier noch ein bisschen heute, ne? Geht doch nichts über Schmusen. Wenn man fleißig sein will, ne? Wie laut sie schnurrt. Hört ihr das? So, ich mach weiter. Hallo, hallo, ich bin zurück. Es ist jetzt kurz nach 5, glaube ich, und schon wieder stockfinster draußen. Ich war gerade noch mal ein Penny drin nach der Physio, habe mir hier so ein Pesto rausgeholt. Das ist Paprika, Feige, Haselnuss. Das ist ganz lecker, das hatten wir am Wochenende. Das schmeckt echt, echt gut. Und ich mache mir jetzt noch ein paar Nudeln und dann haue ich das Pesto drauf. Ess schnell eine Kleinigkeit, damit ich schnell wieder an den Basteltisch komme. Und ich will auch meine Zähne nicht allzu belasten. Deswegen versuche ich jetzt irgendwie die nächsten 2 Tage was Weiches zu essen, um meine Zähne da ein bisschen zu schonen, bevor das jetzt gemacht ist da. Und während das kocht und die Nudeln kochen, werde ich jetzt Wäsche aufhängen, denn die ist auch schon seit 2 Stunden fertig. Die werde ich jetzt schnell fertig machen. Und Bitchy hat schon wieder Blödsinn im Kopf. Hallo! Nicht auf den Wäscheständer springen. Haben eure Katzen auch so blödsinnige Ideen? So, jetzt gibt es erstmal nochmal einen schönen warmen Tee, weil mir so kalt ist und die Heizung hier echt braucht, bis sie warm wird. Und dazu gibt es noch 2 meiner Hanseatenkekse und von den Edelnougat-Tabletten. Die liebe ich. Ich mag ja kein Marzipan, ich mag nur Nougat. Also wenn ihr mir was zum X-Mas-Markt mitbringen wollt, ein Süßkram, bitte, 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 was Weiches für die Zähne. Nichts, was irgendwie den Zähnen zu hart, zu Toffee-Fee-mäßig ist, obwohl ich es liebe. Aber ich darf es nicht essen. Keine Nüsse und wenn, dann nur Nougat. Also normale Schokolade und Nougat, aber kein Marzipan. Aber ihr sollt mir gar nichts mitbringen. Ne? Also ich freue mich, wenn ihr alle kommt und mir einfach nur Hallo sagt und mir Fotos macht. So, Zwischenstand. Ich habe noch nicht so viel geschafft, wie ich gerne wollte, weil diese kleinen Scheißerchen hier ewig brauchen. Die halten so auf, diese Münder zu machen, die kleinen Wangen, weil ich ja alles aus Fimo inzwischen modelliere und nicht nur alles mit Farbe raufklatsche. Das ist mir irgendwie wichtig, weil ich möchte, dass da auch Qualität ist und das lange hält. Und es hält mich unglaublich auf. Ich bin schon irgendwie seit gefühlten 4 Stunden dabei, nur diese Onigiris zu machen und ich wollte heute eigentlich viel, viel mehr schaffen. Ich schaffe immer wieder gar nichts. Das ärgert mich und bin echt ein bisschen frustriert gerade.
Aber was anderes, Matti kommt gleich nach Hause, dem geht's nicht so gut. Der scheint eine Erkältung zu bekommen, wenn ich uns gleich nochmal schön Ingwer aufkochen und Zitrone und so. Ja, das, was ich euch noch sagen wollte, ich habe gerade nebenbei ein sehr interessantes Video von der Inka gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vielleicht folgen einige von euch ja, der einfach Inka heißt jetzt der Kanal. Früher war das. Ich weiß nicht, aber die Inka halt, ich glaube, die kennen einige. Also die ist ja auch schon recht bekannte YouTuberin und die redet oft so für so Tabuthemen und so weiter. Und ich mag das ja, wenn man wirklich auch Klartext redet und ehrlich ist. Und sie hat heute ein Video hochgeladen zum Thema YouTube, was ist eigentlich gerade los? Und sie spricht mir damit vollkommen aus der Seele. Schaut mal bitte euch das Video an. Ich finde, das ist für alle wichtig, also nicht nur für mich als Creator, sondern es ist auch vielleicht für euch wichtig als Zuschauer und für mich als Zuschauer ist es wichtig, da so gewisse Dinge zu wissen, weil es ja doch gerade sehr bekannt ist, dass die Views fallen auf YouTube. Jeder große Creator oder YouTuber hat damit zu kämpfen, dass die Views in den Keller fallen und keiner weiß, warum so wirklich. Und vieles wird ja nur noch an der Wiedergabezeit gemessen. Das heißt, wenn ihr ein Video schaut, das geht 4 Minuten, ihr guckt aber nur die erste Minute, dann gibt es nur so und so viel Prozent Wiedergabezeit. Das heißt, da fällt beim Algorithmus wieder einiges runter. Sie hat das besser erklärt, als ich es erklären kann. Schaut euch das Video mal an, damit ihr einfach Informationen habt. Warum seht ihr vielleicht zu wenig Videos von mir? Vielleicht werden sie nicht in der Abo-Box angezeigt. Schaut mal, ob ihr diese kleine Glocke, die unten bei dem Abonnierbalken ist, ob ihr die aktivieren möchtet. So bekommt ihr oben, wenn ihr YouTube aufruft, habt ihr oben links oder wenn ihr davor sitzt, ist es rechts, habt ihr diese kleine Glocke und die informiert euch immer, wenn neue Videos da sind. Entweder wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder wenn ein neuer Kommentar da ist oder wenn ich zum Beispiel auf euren Kommentar geantwortet habe, dann seht ihr das oben in dieser Glocke. Die ist wie gesagt oben rechts und diese Glocke müsst ihr unten beim Abonnierbutton aber aktivieren. Und nur mit dieser Glocke, wenn ihr die aktiviert habt, könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass ihr von mir auch Neuigkeiten sofort bekommt. Und ja, das ist gerade Kacke und das regt uns alle auf, weil theoretisch, wie Inka es so schön sagte, müsst ihr uns zweimal abonnieren, was totaler Schwachsinn ist. Und ich hoffe, YouTube kriegt das wieder hin und arbeitet da weiter dran, an dieses Problem zu lösen und den Algorithmus wieder hinzubekommen. Also, ich will euch nur sagen, schaut euch dieses Video an und informiert euch. Sie sagt das recht gut, was ihr da machen müsst. Oder einfach für euch als Information, gibt dieses weiter an viele andere Zuschauer, damit wir alle irgendwie die Situation wieder verbessern, sage ich jetzt mal. Ja, ich mache jetzt die Onigiris fertig, dann mache ich Matti irgendwie einen schönen Tee. Hoffe, dass ich noch ein, zwei andere Sachen heute schaffe. Es ist jetzt schon gleich kurz vor 10. Ja. Dass ich um 11 hier fertig bin und ja, ich hoffe, dass ich morgen früh noch ein bisschen was schaffe, dann wenigstens. Weil Donnerstag schaffe ich auch wieder nicht so viel, weil ich durch meinen Zahnarzttermin wieder ausgenockt sein werde. Ich denke, morgen werden wir uns nur zum Adventskalendertürchen sehen. Ansonsten sehen wir uns dann am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns zum nächsten Tag. Also, bis dann! Hallo und herzlich willkommen zu heute ist Mittwoch, glaube ich. Ja, diese Woche habe ich noch nicht so viel gefilmt. Das liegt einfach daran, dass meine Woche gleich mit Arbeit gestartet ist. Und auch gestern an meinem freien Tag habe ich so viel anderen Kram gemacht, dass ich dann irgendwie doch nicht geschafft habe zu vloggen. Ich war noch bei der Physiotherapie und ich glaube, ich habe mich wieder erkältet. Matti ist auch irgendwie angeschlagen, das habe ich gestern schon erwähnt. Der hat irgendwie Halsschmerzen und so weiter. Und heute hat sich wieder zur Arbeit gequält. Und ich mache immer irgendwie den hier. Immer wenn ich die Kamera mache, mache ich immer den hier. Ich weiß gar nicht warum, aber hier ist es echt so ein paar Haare, die hier so. Was ist das? Ja, ich glaube, ich muss demnächst wieder nachfärben, weil man den Ansatz schon wieder so stark sieht. Und ja, die müssen sowieso gewaschen werden heute Abend. Heute Abend gibt es eine heiße Wanne nach der Arbeit. Ja, mache ich vielleicht noch die kleinen Onigiris fertig. Die brauchen noch Augen und die müssen einmal lackiert werden. Das könnte ich noch schaffen. Und ich muss noch das Thumbnail machen für das Video, das gleich online geht. Der Vlogmas ist endlich online gleich, hoffentlich. Ich habe aber auch der erste Vlogmas ist echt lang geworden. Deswegen, ich habe da echt lange geschnitten dran. Obwohl, es ging eigentlich. Ich habe gar nicht so lang geschnitten. Aber es war schon ordentlich was zu tun. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch soweit und ihr habt mit mir eine spaßige Weihnachtszeit. Und sie ist so süß, die kleine Maus, wie sie hier neben mir schläft. Und sie schnarcht. Schnarchst du?
Ja, diese kleinen Banditen kriegen jetzt gleich Augen. Da steht noch mein Tee, mein restliches Brötchen. Und ja, dann muss ich, wie gesagt, gleich nochmal durch meinen Planer gehen, was diese Woche noch so ansteht. Und ich glaube, ich habe mich erkältet. Verdammt. Guten Abend. Ich sehe ganz schön durch aus. Ich bin schon wieder hier überall so. Pickelchen. Ich bin jetzt gerade vor einer halben Stunde nach Hause gekommen. Ich habe heute lang gearbeitet. Entschuldigung, es war heute wirklich echt ein langer Tag. Also der Tag hat sich so gezogen wie Kaugummis, war so langweilig und nichts zu tun und einfach nur anstrengend, weil man nichts zu tun hatte. Und naja, ich habe mir jetzt eine heiße Wanne eingelassen. Ich gehe jetzt in die Wanne, mache mich frisch, dann kuschel ich mich unter die Decke und werde vielleicht noch ein bisschen auf der Couch was vorbereiten oder ein bisschen stricken. Ich weiß es noch nicht, irgendwie mich ein bisschen entspannen. Ich guck mal, wie der Tag denn morgen verläuft. Ja, und das war's dann für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und gute Nacht. Hallo, ihr Süßen. Heute ist schon Donnerstag. Und es ist hier so hell, wie als wäre das Licht schon komplett untergegangen. Es ist erst 13 Uhr, aber es ist so verhangen heute, so unglaublich wolkig. Die Wolken sehen auch irgendwie so total trübe nach Schnee aus, aber das kann nicht sein, weil wir haben 8 Grad draußen. Und es ist so ein richtig trüber Tag. Ich finde das immer so unmotivierend. Ich hasse den Winter, wenn er so ist, wirklich. Ich trinke jetzt noch meinen Tee aus und meine Lieblingstasse. Ja, und hier in der Kamera sieht meine Tasse aus wie mein Kopf. Okay, so groß ist sie allerdings nicht. Ja. Also, ich trinke jetzt noch meinen Tee aus. Bereite mir alles schon mal vor, weil ich muss in 2 Stunden los zum Zahnarzt. Ihr wisst ja, ich habe heute meinen großen Zahnarzttermin. Und ich habe so ein bisschen wirklich, heute habe ich wirklich Muffe. Also, weil ich einfach nicht weiß, was mich jetzt da erwartet und wie das sein wird mit dem Abschleifen und mit den Abdrücken. Ich glaube, jeder, der irgendwie beim Kieferorthopäde war, ist, der kann irgendwie verstehen, dass ich da irgendwie eigentlich eher so eine Urangst von Seiten des Kieferorthopäden hatte. Und da machen mir solche Dinge natürlich dann irgendwie schon Muffe. Ich habe keine Angst vor Schmerzen oder so, weil die habe ich einfach nicht. Ich werde wahrscheinlich sowieso dort bei solchen Dingen immer betäubt werden. Egal, ob ich jetzt sage ja oder nein. Denke ich mal, macht es Sinn, wenn ich auch betäubt werde und habe wahrscheinlich dann hier und hier eine Betäubung drin. Das heißt, ich habe nachher wahrscheinlich voll das Mongo-Gesicht. Die eigentliche Kronensache kommt in einer zweiten Sitzung. Also, soviel ich verstanden habe, wird das in 2 Zahnarztterminen gemacht, weil heute wird der Zahn nur abgeschliffen und bereit gemacht. Und dann werden die Abdrücke gemacht, damit die Krone drauf fertig geformt werden kann. Und dann wird die Krone aufgesetzt. Ja, ich bin mal echt gespannt. Ja, woran merkt man, dass man alt wird? Dass die Zähne nicht mehr mitmachen. Ist schon kacke, ne? Naja, hilft jetzt nichts. Man fühlt sich ja nicht so erwachsen, aber es wird einem so bewusst, wenn Leute oder Kinder einen plötzlich mit sie ansprechen oder einen ganz anders angucken, als wenn sie dich angucken und wenn du noch Teenie bist oder so. Das finde ich schon witzig. Und ich finde es sehr schwer für mich daran zu gewöhnen. Früher war das immer so, da wollte man immer unbedingt, ja, die Bäckersverkauffrau sollte mich siezen und so, ja, ich fühle mich erwachsen, yay. Und heute ist es so, oh, hört auf, mich alle zu siezen, das ist mir viel zu viel, das will ich gar nicht. Und am liebsten möchte ich, dass mich die ganze Welt duzt und bloß nicht siezt. Und wehe, ihr siezt mich noch einmal auf dem Markt, ja, wehe. Ich sage euch das jedes Mal. Ich bin du und ich bin Becky und ihr könnt mich jederzeit so ansprechen, aber bitte sitzt mich nicht. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, es ist für mich ganz komisch. Also auf der Arbeit ist es was anderes, ich auch andere erwachsene Personen vor mir habe, aber wenn ich meinen eigenen Stand habe und ihr steht vor mir, ach, nein, braucht mich niemals siezen. Oh Gott, das ist so schlimm. Das ist so ein ganz schlimmes Gefühl. So, also die Lippen machen ganz trocken. Ich mache mal meinen Adventskalender auf. Habe ich heute noch gar nicht. Genau. Wenigstens eine schöne Sache in diesem trüben Tag. Und wir haben heute Tag Nummer 8. Habe ich auch gleich gefunden hier. Also, da muss ich eindrücken. Nicht bei der 14. Schon Tag 8. Der Mittag geht so schnell rum. Mini-Doppelmilchkugeln. Sehr geil. Dann haben wir schon wieder 2 drin. Ja. Ja. Die haben sich gerade verabschiedet. Der eine ist unterm Fußboden, den findet Bitchy bestimmt gleich und kugelt den wieder um. Ja, yummy, yummy, yummy.
So, ich bin jetzt gerade hier im Flur und will euch einmal zeigen, was gestern angekommen ist. Und zwar mein Mystery Blossom Pullover. Das ist so ein Strickpullover mit so richtig dicker Wolle und in so einem Altrosé. Super, super schön. Ich zeige ihn euch gleich nochmal im Spiegel. Und achtet nicht auf den Hintergrund, bitte. Da ist nämlich noch alles vom Schläfersabend. Also wenn ihr da Flaschen seht, da sind noch sämtliche... Die müssen wir noch zum Flaschenmarkt bringen. Ja, und ich finde den echt schön. Und ich habe den mir schon letztes Jahr gewünscht oder vorletztes Jahr sogar schon. Da war der immer ausverkauft. Und ich habe den jetzt dieses Mal, habe ich zugeschlagen bei der 15% Aktion der Wander und habe noch einen bekommen. Und gibt es auch noch in Petrol und in ein paar anderen Farben. Und man kann den so, warte mal, ich zeige euch zum Spiegel. Wie gesagt, nicht auf die Flaschen achten. Man kann den halt... über den Pullover tragen oder über der Jacke, über der Lederjacke und ist halt hinten so, geht der, kann ich euch das irgendwie zeigen, ohne dass mir die Kamera runterfällt, der geht halt so rum, ne? Also der ist genauso von vorne bis von hinten und hat diesen Kragen und der ist super weich, also trotz dass das Wolle ist, kratzt das irgendwie nicht. Ich hoffe, der wird nicht so schnell frivolig, ne? oder filzig. Da werde ich mal schon drauf achten. Und ja, man kann es über den Pullover tragen oder über der Jacke. Und es ist jetzt schon ganz kuschelig. Ich liebe das. Und der heißt halt auch Katniss, der Katniss-Pulli von Miss Cherry Blossom. Ich werde euch das hier nochmal einblenden von dem Shop. Ich werde ihn euch verlinken unten in der Infobox. Der heißt so, weil der halt inspiriert ist an den, ja, an dieses Wollteil, was Katniss im zweiten Teil trägt über der Jacke. Und ja. Ich wollte den, seit ich das gesehen hatte bei Katniss, wollte ich unbedingt sowas haben. Ich sitze inzwischen am Basteltisch. Hier ist das Licht etwas besser. Ich habe gerade mit meiner Mutti lange telefoniert. Mein Opa ist gestern gestürzt, was nicht so gut ist. Das macht uns gerade allen ein bisschen sehr viel Sorgen, mein Opa. Meine Oma ist ja vor einem Jahr oder vor zwei... Ich glaube, meine Oma ist jetzt schon nächstes Jahr Ostern 2 Jahre verstorben. Zeitrentner. Für mich geht der Tag heute trotzdem weiter. Ich mache jetzt hier am Schreibtisch meine Onigiris weiter, fange noch ein paar Sachen an, weil ich in einer Stunde schon jetzt los muss zum Zahnarzt. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es beschäftigt mich gerade. Ja, ich werde mich jetzt hier ein bisschen ablenken, denn sehen wir uns wahrscheinlich nachher unterwegs. Hallo, ich bin gerade im Büro, habe meine Aufgaben jetzt erledigt, komme direkt vom Zahnarzt hierher. Geht mir schon besser, die Wange wird schon so langsam, merke ich, dass sie wieder nicht mehr, also nicht mehr so dick ist, nicht mehr so viel betäubt ist. Es war okay, es hat eine Stunde lang gedauert und es war schon anstrengend, aber es ist alles ganz gut gelungen. Und ich erzähle euch dann aber zu Hause nochmal mehr. Ich will jetzt zu Saturn und noch dort was gucken und erledigen und dann sehen wir uns, wenn ich zu Hause bin. Ciao, ciao. Nachmittag. Oh, Mutti war beim Zahnarzt. So, jetzt bin ich wieder da. Ja? Schmusen? Oh, da hat jemand einer vermisst. Ja, Schmusen? Oh, Mama, sie? Ja, ich muss mich kurz ausziehen. Ja? Macht sie immer, wenn ich komme. Ja, rumwälzen. Ich muss mich ausziehen. Hallo, ich bin jetzt wieder zurück. Ich war gefühlt, ich war wirklich 4,5 Stunden unterwegs. Oh, ich bin jetzt echt platt. Ich habe gerade meinen Chicken Curry gegessen. Ach, ist immer so lecker, das habe ich mir heute mal gegönnt. Meine Betäubung ist jetzt ungefähr raus in einer Stunde, zum Glück. Und sie haben das echt gut gemacht. Kann man ja nicht sehen. Ich habe jetzt provisorisch was drauf, also so irgendwie so ein Kautschuk-Zahn-Teil, so wie nachher die Krone aussehen wird. Das sieht schon sehr geil aus. Also trotz, dass ich den ganzen Kram hasse und dass meine Zähne wirklich kacke sind, finde ich es doch faszinierend, was man in der Zahnmedizin heute also alles hinkriegen kann. Und es war alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich war
relativ, es geht ja sowieso dort immer, ich bin immer sehr schnell dran, muss ja nicht lange warten, dann haben wir gleich betäubt, dann hat sie gemacht und getan und Abdrücke und die waren alle sehr nett und sehr vorsichtig und haben das sehr, wir haben erst geguckt, dass alles passt, weil ich habe einen sehr kleinen Mund und sehr wenig Platz und es ist für Zahnärzte schon echt eine Herausforderung, bei mir zu arbeiten, das ist jetzt, ob man wahrscheinlich bei einem kleinen Kind arbeitet, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, haben sie vorher alles angepasst und so weiter, bevor sie dann die Abdrücke gemacht haben. Und das fand ich echt gut. Und ich muss sagen, ich bin echt in dieser Praxis so aufgehoben. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Praxis. Ihr seid das beste Team, das es gibt. Und ich habe mich bei keinem Arzt so wohl gefühlt wie bei meiner Zahnärztin. Das ist wirklich so. Ja, jetzt wird das Kronenstück angefertigt. Das ist nächste Woche fertig. Für den nächsten Donnerstag dann wieder da. Und bekomme den Aufsatz. Und dann gucke ich mal, wie das dann aussieht. Und dann soll das 30 bis 40 Jahre halten. Ich bin ja mal sehr gespannt. Aber ich bin guter Dinge, ja. Dann bin ich nach Saturn, weil mein Bruder und ich dieses Angebot nutzen wollten. Der Star Trek-Film ist jetzt raus und hat diese Woche das sagenhafte Angebot von 10 Euro für die Blu-ray. Komischerweise Pets nur die DVD, also diese Blu-ray und die Pets DVD. Sonst hätte ich die Pets Blu-ray auch noch mitgenommen, aber leider nicht. Deswegen ja, habe ich mich auf jeden Fall den genommen und ich freue mich schon drauf. Ich habe den zweimal im Kino gesehen und fand den echt super und ich bin jetzt gerade in so einem mega Müdigkeitstief. Klar, nach so Essen und nach so einem anstrengenden Nachmittag möchte ich jetzt mich am liebsten auf die Couch legen und den Film gucken und nichts anderes mehr tun. Aber so geht's leider nicht. Ich habe noch was vor mir. Ich habe heute nicht viel geschafft und ich habe jetzt, bin jetzt motiviert. Es ist jetzt 9 Uhr, noch 2 Stunden hier am Schreibtisch zu powern. Ich mache mir jetzt gleich noch irgendwie einen Tee oder so, damit ich ein bisschen wach werde und mache mir irgendwie eine gute Hörbuch an oder sowas und werde mal gucken, dass ich jetzt noch mal ein bisschen in den Flow komme, weil einiges muss noch fertig werden. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Tut mir leid, dass ich in diesem Vlog nur jammere. Ich mache es sehr gerne und ich bin gerne auf Märkte und so weiter, aber es ist wirklich harte Arbeit, sich jeden Abend noch aufzuraffen, hier noch 2 Stunden was zu machen, neben dem Job, neben solchen Sachen wie heute, nach so einem Zahnarzttermin und so weiter. Und es war heute schon sehr schlauchend und sehr erschöpfend und der Tag ist immer so schnell um. Und jetzt, tschakka, muss ich jetzt nochmal ran. Ich habe noch einiges vor mir und der Tag ist nicht mehr so lang, ne? Bevor ich jetzt richtig müde werde, werde ich jetzt was tun und zeige euch dann nachher nochmal, was ich geschafft habe. Okay? Es ist jetzt 1 Stunde vergangen und ich habe mir jetzt gerade mal einen heißen Tee gemacht. In meiner Pünktchentasse. Noch heiß, 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 heiß. Um ein bisschen warm zu werden, ein bisschen wieder wacher zu werden. Oh, es ist so kalt hier, obwohl ich... Es ist draußen nicht kalt, es sind 10 Grad oder so. Und hier im Bastelzimmer ist es halt so, dass ich hier eine Abseite habe und durch die zieht es total. Und aus dem Grund habe ich die Heizung jetzt richtig hochgeballert und trotzdem ist es noch kalt in diesem Zimmer. Die ganze Zeit hier so, meine Finger sind kalt. Und wenn die Finger kalt sind, dann lässt sich auch schlecht arbeiten. Die habe ich schon geschafft, so sieht's aus. Ein paar muss ich noch, also mindestens bis die Fliese voll ist. Und ich hoffe, dass ich heute damit wenigstens noch fertig werde, sodass ich auch noch ein paar neue Projekte anfangen kann übermorgen. Denn es ist noch einiges geplant, ne? Gut, ich habe jetzt noch das Wochenende, also ein bisschen Zeit ist noch, aber dennoch, es wird knapp. Es wird knapp und ich möchte ja euch ganz viele tolle Sachen präsentieren. So sehen die ersten Versuche aus. Wer errät, was es sein soll? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was es sein soll, ob ihr das gut findet. Und hier drüben liegt diese Armada. Die bekommt morgen dann Gesichter. Das dauert auch mal ganz schön lange. Ja, aber dann bin ich mit dem Gröbsten erstmal durch und kann mich noch ein paar, wie mit denen hier, so ein paar neuen Sachen widmen. Die kleine Maus liegt da unten jetzt bei dem Karton. Sitze ich gerade die ganze Zeit mit diesem Karton da geschubbert. Und dann ist sie einfach umgefallen und jetzt liegt sie da. Dicky, Dicky, wollen wir ins Bett? Ja? Wollen wir ins Bett, Dicky? Hm? Mäuschen? Total süß. Sie sucht immer die Nähe zu mir. Sie will immer in meiner Nähe sein, wenn ich irgendwie was mache. Ja, ihr Lieben, es ist jetzt schon 12:30 durch. Ich bin jetzt soweit
ja, fertig. Nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, wie immer. Man hat immer so einen großen Anspruch an sich selber. Aber ich bin ganz zufrieden, was geschafft zu haben. Morgen geht's weiter, nachdem ich gearbeitet habe. Also, ihr Lieben, ich sag euch gute Nacht für heute. Wir sehen uns wieder morgen oder vielleicht Samstag dann im Vlog. Bis dann. Tschüss, gute Nacht.